Lass dir nicht deine Leichtigkeit und deine Stärke nehmen. Sönnchen, die André-Leubel-Show. Wenn wir uns mal anschauen, was gerade im Moment in der Welt los ist und vor allen Dingen auch, wie darüber berichtet wird, dann wird ja eine Sache ganz doll verbreitet im Moment auf allen Kanälen, egal ob in Socials oder Fernsehern oder wo auch immer. Und diese eine Sache ist Angst. Es wird Angst gemacht davor, ne? oh, was ist wenn? Es wird Angst gemacht davor, huh, huh, was ist, wenn das wirklich das Ende ist dieses Mal? Ha, so jetzt alles vorbei und so. Oder es wird Angst davor gemacht, was alles Furchtbares passieren kann, wenn. Ne? Das heißt, überall wird Angst gemacht. Die Angst vor Dingen auch aus der Vergangenheit. Das heißt, es ist sehr spannend zu beobachten, wie auch in den Medien Worte benutzt werden aus der Vergangenheit, die mit starken negativen emotionalen oder starken negativen Dingen auch behaftet sind. Diese Worte finden sich in aktuellen Berichterstattungen wieder, weil, wer weiß, weil die so schön Angst machen vielleicht und so auch. ne? Und da ist es ganz wichtig, dass wir uns daran erinnern. Je mehr wir auf etwas schauen, umso mehr holen wir das in unser Leben hinein. Das heißt, wenn wir den ganzen Tag auf die Dinge schauen, die uns Angst machen, dann holen wir dadurch diese Dinge oft erst überhaupt in unser Leben hinein, weil diese Dinge dann nämlich aktiviert werden. Vielleicht sind sie so ein bisschen so, dass sie uns gar nicht betreffen, doch wenn wir ständig da hinschauen, dann werden die aktiviert weil die Energie von uns bekommen. Und weil wir auch auf die gleiche Schwingung gehen. Dadurch, dass wir uns ständig diese Dinge anschauen, gehen wir auf diese Schwingung und meistens runter. Weil Angst ist ja eine ganz tiefe Schwingung. Da gibt es ja dann nur noch Schuld und Scham, die ein bisschen tiefer schwingen. Aber Angst ist schon echt tief. Und das ist so ein bisschen wie bei Plankton. Unserem Hund Sani das Plankton. Wenn man den lang und intensiv anschaut, dann denkt er, oh! Ich bin gemeint. Wedel, wedel, was gibt's denn? Und genauso ist das bei den äußeren Sachen auch. Je mehr wir dahingucken, je mehr wir das in unserem Mind haben, in unseren Gedanken, in unseren Gefühlen, umso mehr wird das in unserem Leben aktiviert. Und wenn wir das jetzt für gute Dinge nutzen, für positive Dinge, wo wir die Welt vorwärts bringen, wo wir mehr ein Zusammen kreieren, wo wir etwas Schönes für uns kreieren, für unsere Familie, für die Welt als Gesamtes, dann ist das auch mega nützlich. Wenn wir viel irgendwo hingucken, gibt es viel davon, dass bei guten Sachen ist das mega nützlich. Jedoch, wenn wir bei Sachen, die uns Angst machen, immer wieder hinschauen, erreichen wir damit leider genau das Gegenteil von dem, was wir eigentlich wollen. Ne? Denn wir wollen ja nicht, dass die Sachen hu 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 zu uns kommen. Und dann schauen wir ständig dahin und aktivieren die und ziehen die in unser Leben rein. Und dann sind die auf einmal da. Und dann können wir nämlich wirklich sagen, das, was ich am meisten fürchtete, ist über mich gekommen. Uns ist über uns gekommen, eben weil wir es gefürchtet haben, weil wir es mit Energie gefüttert haben, weil wir es durch unsere Aufmerksamkeit aktiviert haben. Das heißt natürlich jetzt nicht, dass wir irgendwie total blind durch die Welt laufen und zu Fuß über die Autobahn gehen oder so ein Käse. Ne? Doch wir müssen auch nicht den ganzen Tag dahin schauen wo uns immer Gefühle gemacht werden, die uns klein fühlen lassen. Wir müssen nicht den ganzen Tag dahin schauen, wo uns Angst gemacht wird. Wir müssen auch nicht den ganzen Tag dahin schauen, wo uns Schuld und Scham eingeredet wird. Du bist schuld. Ne? Du hast äh, heute schon wieder hm, hm, gemacht. Deswegen bist du schuld an dem großen tü, 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 und so. Ne? Wir müssen da nicht hingucken. Wir können auch woanders hingucken. Denn, und das ist ganz wichtig. Unsere wahre Stärke liegt in der Freude. Freude ist eine, eine unheimlich starke positive Energie. Freude ist eine sehr nährende Energie, eine hochschwingende Energie. Und genau darum möchte die dunkle Seite das ja nicht. Die möchte das nicht. Nein. Ich möchte keine Freude, sagt die. Und die möchte die Freude und Leichtigkeit. Am liebsten völlig aus der Welt verscheuchen. Dass alle total ernsthaft sind, so robotermäßig und konform ne? und am besten nicht selber denken und so, ne? sondern puh, und Freude weg. So. Freude ist die Macht des Guten. Freude ist eine starke Macht des Guten. Leichtigkeit ist eine starke Macht des Guten. Denn Freude ist auch so ein bisschen die Macht, in der wir uns mit Gott verbinden. Und in dieser Freude können wir Gottes Präsenz dann auch wirklich spüren. Freude ist der Zustand, in dem wir dankbar sind für alles, was wir im Leben haben, für unsere Sinne, dafür, dass wir sehen, hören, fühlen, schmecken können, dafür, dass wir ein Dach über dem Kopf haben, dass es Essen auf unserem Tisch gibt, dass wir Kleidung am Leib haben. Dankbar dafür, dass es so viele liebe Menschen und Wesen in unserem Leben gibt. Danke für Mama Natur, die uns mit dem, was wir brauchen, jeden Tag versorgt. Das heißt, in der Freude spüren wir Dankbarkeit und keinen Mangel. Ja, weil Angst führt immer zu Mangel. Und so, oh, es ist nicht genug. Ne? Oder, hu, 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 es gibt keinen Weg. Und es gibt nur oder oder ist auch einer meiner Lieblinge. Ne? Es gibt nur diesen einen Weg. Ne? Das ist alles alternativlos. Jawohl. Ne? Weil ich bin so schlau, dass ich weiß, dass es keinen anderen Weg geben kann. Niemals nicht auf der Welt von überhaupt nie gar jemandem. Ne? So. <laughs> das heißt, Angst führt immer zu Mangel. Und wenn wir Mangel fühlen und denken, oh, es ist nicht genug oder ich bin nicht genug. Dann rate mal, was wir in unser Leben reinholen. Noch mehr Mangel. Und deswegen dürfen wir uns an die Freude erinnern, an die Leichtigkeit, an die Verbundenheit mit Gott. Denn da liegt unsere Stärke, da liegt unsere Macht. Denn wenn wir in Freude sind, dann können wir liebevolle Dinge kreieren. Wenn wir in der Freude sind, dann kreieren wir auch ganz automatisch Dinge, die Menschen näher zusammenbringen. Wir kreieren eine Welt des Miteinanders. Wohin dagegen, wenn wir in der Angst sind, ne, kreieren wir immer eine Welt, wo wir uns vor dem anderen schützen müssen, ne, wo wir uns vor allen Dingen von den anderen trennen, ne, weil ich bin dann hier und die sind dann da. Und die wollen mir was. Und deswegen muss ich mich beschützen. Das macht Angst mit uns. Doch Freude macht das Gegenteil. Freude bringt uns zusammen. Freude bringt uns zum Leben, nicht vom Leben weg. Freude verbindet uns mit uns selber, mit Mutter Erde, mit Gott. Freude verbindet uns mit dem Leben. Und Freude lässt uns auch spüren, dass das Leben gut ist und dass das, das Leben für uns ist. Und weißt du was? Nach meiner Erfahrung ist Freude auch die wahre Energie von Gott. Ich persönlich habe Gott niemals als zornig oder urteilend erlebt, sondern ich habe Gott immer erlebt als bedingungslose Liebe und als pure Freude. Das ist seine Energie. Und ich habe übrigens auch nie erlebt, dass er mich verstoßen hätte, weil ich einen Fehler gemacht habe. Ne? So nach dem Motto, ha, jetzt habe ich dir schon dreimal gesagt, hast du dich verstanden, ja, dann Pech gehabt. Ne? Habe ich noch nie erlebt. Im Gegenteil, ich erlebe immer wieder, wie er für mich da ist. Und ich erlebe auch immer wieder, wie Gott mich auffängt. Und wie er auch beim fünften Mal noch sagt, ist nicht schlimm. Versuch es nochmal. Er ist ein lebender vater der immer für mich da ist niemand der urteilt oder zornig wäre das heißt ich erlebe gott als freude als liebe und auch als jemand der sich um mich kümmert jemand der für mich sorgt und wenn wir alle unsere energie mehr auf die freude legen mehr auf die guten sachen auf die leichtigkeit auf die dankbarkeit Statt dass wir uns den ganzen Tag ne, die Angst-Sachen reinziehen, die sie alle meinen, uns über die kleinen und großen Bildschirme zeigen zu müssen. Das ist, guck mal hier, hoho. Ho. Ja, jetzt muss er mal Angst haben. Ne? Ha, oh, guck mal hier, Pah, wie schlimm. Ja, guck, hast du jetzt schon ein bisschen Angst? Nee, noch nicht. Pass auf, dann zeige ich dir noch das hier. Und das hier, und das hier, und das hier. So, und dann geht's es da, bam, 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 bam. Und dann ist unser Gehirn völlig zerbrezelt, frittiert. Und in völlig, völligen Angstzustand. Und das heißt, wenn wir stattdessen unsere Energie auf die Freude legen, unsere Aufmerksamkeit auf die Freude legen, auf die Leichtigkeit, auf die Dinge, für die wir dankbar sind und sein können, dann kreieren wir auch die liebevolle Welt, die wir alle haben wollen. Denn unsere innere Welt kreiert unsere äußere Welt. Das heißt, mit unseren Gedanken und Gefühlen von heute kreieren wir die Welt von morgen. Und wenn wir ganz viel auf die Angst schauen, dann kreieren wir noch mehr Sachen, vor denen wir Angst haben können. Und wenn wir uns aber ganz viel freuen und ganz viel Freude in uns spüren, dann führt das zu mehr Dingen, über die wir uns freuen können. Und vielleicht denken sie, jetzt, ja, André, du machst es dir aber auch ganz schön einfach. Ne? Und dann kann ich dir sagen, es ist so einfach. Denn alles andere ist immer nur Verwirrung, Vernebelung, Verkomplizierung. Ne? Hoho, das kann gar nicht so einfach sein. Ne? Die Lösung kann gar nicht so einfach sein. Und sei immer misstrauisch, wenn jemand dir eine einfache Lösung anbietet. Wir ne? haben nämlich alle keine Ahnung. Und so. Ne? <lacht> ja, ja. <lacht> Doch, es ist so einfach. Angst führt zu mehr Angst und Freude führt zu mehr Freude. So einfach ist das. Und wir dürfen entscheiden, wem wir unsere Aufmerksamkeit schenken. Wem gucke ich dazu? In die Geräte. Wenn ich schon in die Geräte gucke, gucke ich da viel auf die Angst. So ho, ho, ho und hu, hu, hu. Oder schaue ich viel auf die Freude? Auf das pixar du auf die Leichtigkeit und kreiere damit auch mehr in meinem Leben. Und vor allen Dingen, eine Sache ist noch ganz wichtig. Vielleicht sagen jetzt auch Menschen, ja, aber wie kannst du in dieser Zeit, wie kannst du da noch äh, leicht unterwegs sein? Guck doch mal, was alles schlimm ist. Ne? Wie kannst du dich da freuen? Und so. Und das ist in meinen Augen eine ganz miese Nummer. Denn die sagen, ja, pass auf, hier passiert dieses schlimme Ding oder zumindest wird gesagt, dass dieses schlimme Ding passiert. Na, man weiß ja heute auch alles gar nicht mehr, was ist noch real, was ist schon äh, von einer künstlichen Intelligenz gemacht. Ne? Weiß man auch nicht mehr so genau, wenn man so Dinge sieht. Also, auf jeden Fall, hier ist was, was ist voll schlimm oder sieht voll schlimm aus. Wie kann es nicht da freuen, dass uns Schuldgefühle dafür gemacht werden sollen, dafür, dass wir in eine Leichtigkeit gehen? Und dann sagt so, oh ja, puh, ne, schlimm und so. Newsflash, anderen Menschen geht's nicht besser, nur weil es uns schlechter geht. Niemandem da draußen wird geholfen, wenn wir uns schlecht fühlen. Niemandem. Es geht keinem Menschen besser, wenn es uns schlechter geht. Und das dürfen wir auch wirklich verinnerlichen. Es ist auch niemandem geholfen damit, wenn es uns schlecht geht. Im Gegenteil. Was können denn Menschen brauchen, die wirklich leiden? Brauchen die noch mehr Leid? Brauchen die noch mehr Leidenergie? Wenn die leiden, dann leiden wir auch. Und denken, oh, pfuh, oh. Ja, und sitzen dann drei Tage, heulen vorm Fernseher und so. Ist denen damit geholfen? Nee, im Gegenteil. Die kriegen noch mehr Leid. Warum? Weil wir auch diese Leidenergie kreieren. So, und dann gibt es noch mehr Leidenergie in der Welt. Dann können alle noch mehr leiden. Dann können wir sagen, boah, ja, guck mal, wie schlimm. Mit Leid ist niemandem geholfen. Und das heißt nicht, dass wir nicht mitfühlen sind oder empathisch, im Gegenteil. Man kann auch mitfühlen oder Mitgefühl haben, ohne mitzuleiden. Ich kann sehen, dass da jemand vielleicht in einer schlimmen Situation ist, kann dann trotzdem in einem guten Gefühl bleiben, sagen, Hey, und ich bin trotzdem dankbar dafür, dass ein neuer Tag ist. Ich bin trotzdem dankbar dafür, dass das Sonnchen scheint. Ich bin trotzdem dankbar dafür, dass ich was zu essen habe. Dass ich ein Dach über dem Kopf habe, dass ich etwas tun kann mit meinem Leben. Ich bin trotzdem dankbar dafür. Weil dann bin ich auch in einer ganz anderen Energie, um demjenigen, der da leidet, vielleicht dann auch wirklich zu helfen. Um etwas Nützliches zu tun, statt nur mitzuleiden. Ja, dann kann ich wirklich was tun, dann kann ich was bewegen und dann ist diese Menschen nämlich wirklich geholfen und selbst wenn ich ihm nicht direkt helfen kann, weil er vielleicht ein paar hundert oder ein paar tausend Kilometer weg ist ja, oder weiter, weiß man ja nicht, dann kann ich ihm helfen, indem ich ihm Liebe und Freude Energie schicke, indem ich ihm helfe, in dem Leid, in dem er jetzt schon ist, nicht noch mehr Leid zu erleben, sondern indem ich ihm vielleicht die freudige Energie von Gott schenke. Indem ich mein Herz öffne und da wirklich ein richtig gutes Gefühl reinmache. Einfach indem ich mich mit Gott verbinde. Und dann einfach diese Liebe zu den Menschen schicke. Einfach diese Liebe in die Welt bringe. Zuerst in mein Umfeld zu den Menschen, mit denen ich wirklich zu tun habe jeden Tag. Und dann auch gerne noch zu Menschen, wo du denkst, oh, die den könnte ich mal helfen, aber ich komme da nicht hin. Dann schick den Liebesenergie, schick den Licht, dann schick denen ein helles Strahlen, schick denen eine hohe Schwingung, denn die hohe Schwingung hilft, dass das Leid schneller vorbei ist, nicht noch mehr Leid. Das ist, ja, ist ja klar, ne? wenn man schon unten ist, dann kommt noch was, was oben drauf drückt, dann bringt anders das weiter runter. Doch wenn etwas kommt, was einen erhöht, erhebt, dann kommt man schneller aus dem Leid raus. Und je mehr wir in dieser positiven Schwingung bleiben, auch in der Leichtigkeit bleiben, in der Liebe bleiben, umso schneller werden auch die Konflikte in der Welt sich nicht mehr halten können. Einfach weil die Energie der Liebe zu stark ist. Und, und das ist übrigens auch der Weg, wie die Welt sich verändern wird. Nicht indem in, in wir gegen das kämpfen, was das Leid verursacht und dadurch noch mehr Leid in die Welt bringen und noch mehr Kampf, nee, sondern indem wir uns für die andere Seite entscheiden. Indem wir uns für das Licht und für die Liebe entscheiden für Gott entscheiden, für Mutter Natur. Und diese Energie dann in die Welt bringen und dafür sorgen, dass alles so hoch schwingt, dass ich dieses Leid auch gar nicht mehr halten kann, dass ich diese Kampfenergie gar nicht mehr halten kann, denn die braucht eine gewisse Schwingung, um da zu sein. Und wenn wir eine andere Schwingung kreieren, dadurch, wie wir sind, dadurch, was wir tun, dadurch, wem wir unsere Aufmerksamkeit geben, dann helfen wir der Welt. Wirklich. Und übrigens, wenn der Söhnchen-Podcast dir gefällt, freue ich mich natürlich auch jederzeit über eine Bewertung auf dem Portal, wo du das hier gerade hörst. Und wenn du den Söhnchen-Podcast deinen Freunden, deinen Kollegen der ganzen Welt empfiehlst, sodass wir alle mehr Söhnchen in die Welt bringen, mehr Leichtigkeit, mehr Freude. Ich danke dir.